Hallo, heute stelle ich die Baureihe 94 5 vor. Sie wurde von 1913 bis 1924 gebaut, da 1200 Lokomotiven, hatte ein Dienstgewicht von ca. 85 Tonnen und befuhr unter anderem als steilstreckentaugliche Lokomotive die Hunsrückbahn zwischen Boppard und Buchholz in den Jahren 1927 bis 1956. Das Märklin-Modell ist mit verschiedenen Soundgeräuschen ausgestattet, unter anderem Betriebsgeräusch, Luftpumpe, Rangierpfiff, Dampfablassen und natürlich Bremsenquietschen, wie eben schon zu vernehmen waren. Die restlichen Funktionen, die Soundfunktionen, versuchen wir jetzt mal über die MS2 uns anzuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen.